Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GTA 4. Heute im vierten Part, ich glaube der vierte Part ist es, beschäftigen wir uns mit Vladiboy. Ich mag diesen Namen übrigens sehr, so wie Romy ihn letztens noch genannt hat. So, meine Boxen wieder ein bisschen laut. So, los geht's. Ihr seht, ich habe sogar da weitergemacht, wo wir letztens aufgehört haben, weil das immer noch ein und dieselbe Aufnahmesession ist und der Wagen da ist ultra selten. Den möchte ich haben. Den sichern wir uns jetzt mal. Das heißt, wir nutzen nochmal die Mechanik des Spiels aus, Autos zu sichern. Einfach nur, weil ich dieses Auto gerne haben möchte. Hi, Roman. Gerade schwierig, Roman. Hey. Die war rot. Ja, gut, Roman. Wir können jetzt also für Roman Taxi fahren und bla bla bla. Weil für gewöhnlich müssten wir für Little Jacob, der uns das später auch anbietet, so wie Roman jetzt, dass wir für ihn ein bisschen arbeiten, können wir für Little Jacob später auch noch arbeiten und da für ihn ein paar Missionen machen und dann kriegen wir als Belohnung dieses Auto geschenkt. Ja, gut, es macht jetzt ein bisschen die Arbeit kaputt, die wir uns hätten machen müssen. Jetzt haben wir nämlich so ein Auto direkt, aber ist egal. Das ist nämlich eine extrem seltene Edition des Autos, deswegen möchte ich sie auch erstmal standesgemäß in die nächste Laterne jagen, weil wegen, das macht man einfach so. War cool, oder? Ich fand den Stunt toll. Gut, wir müssen sowieso in die Richtung, weil Vlad ja will, dass wir ins Comrades kommen, die Bar direkt gegenüber von Nikos Bude. Das passt ja ganz gut, weil dieses Auto, ich soll ja zu Nikos Bude. Oh, ich liebe dieses Auto, ich kann so gut damit fahren. So, dann parken wir den Wagen jetzt hier. So. Kleiner Tipp, für die, die das noch nicht wussten, verlasse ich ein Auto mit Y. Dann steigt Nico einfach aus. Halte ich Y beim Aussteigen aber länger gedrückt, macht Nico auch den Motor aus. Kann halt mal recht gefährlich werden, wenn man außerdem aussteigt und Motor aus. What's your name again? Big Mouth Flick. Better guess. Sit down. Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Flick. You're a funny guy. I try. Yes, and this one's. I'll let you take the shit out of him. Take the shit? Yes, Mickey about. I don't understand. People who fuck with me get fucked with. Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man not paid me in months. And I'm not the kind of person who's treated this way. Old bastard owns a china shop in the Compton Avenue in Dukes. Here you go. Don't hurt him. Just teach him a lesson. I don't need the bad to teach a lesson. Ja, da freut sich jeder Ladenbesitzer. Ah, jetzt wird's eingeführt. Jetzt könnten wir uns hier LB drücken, also auf dem. Ich weiß nicht, welche Taste das auf der Tastatur ist. Dann Y, das ist wichtig, Y gedrückt halten. Also quasi wie das, was ihr sonst machen müsst, um den Motor mit auszumachen. Also Y tippen, aussteigen, Y gedrückt halten, aussteigen und Motor ausmachen. Y neben dem Taxi drücken, einsteigen, Y gedrückt halten, als Gast einsteigen. Weil ansonsten zieht ihr den Taxifahrer raus und klaut die Karre. Bisschen blöd. Gut, jetzt können wir mit Y wieder aussteigen. Wäre aber Quatsch. Die Fahrt so würde uns jetzt 2-3 Dollar kosten. Wenn wir A drücken, überspringen wir die Fahrt, bezahlen dafür allerdings mehr. Oder wir drücken X, um dem Taxifahrer zu sagen, hey, hier, mach mal ein bisschen hin, wir würden gerne heute noch ankommen. Haben da aber keinen Bock drauf. Und ich denke, ich werde viele Fahrten, wir müssen uns überlegen, ihr könnt, könnt ja mal in den Kommentaren abstimmen, ob ihr lieber, ja, 37 Dollar, ne, für eine Taxifahrt. Ihr könnt ja selbst mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das gerne hättet, ob ich die Fahrten überspringen soll, oder selbst fahren soll. You think this door is going to save your shop? There's shit I can break out here. Vlad should pay me to tell punk like you to go away. He get no money. Gut, wir könnten jetzt auch einfach nur, kann man das so machen? Egal. Machen wir das, was das Spiel von uns möchte. Ich meine, ich habe jetzt ein Messer dabei, damit könnte ich auch noch in die Scheibe stechen und das Glas würde springen. Oder wenn ich jetzt immer noch meinen Baseballschläger dabei hätte, könnte ich das immer noch machen. Jetzt liegen hier viele Steine rum, die können wir einfach mal aufheben mit LB.
Und wie ihr jetzt oben rechts seht, Handfläche, jetzt habe ich ein Objekt in der Hand, das ich werfen kann. Das macht dann halt auch auf normale Leute Schaden. Jetzt können wir also hier, sind zwei Leute drin, drei Leute drin. Ich habe jetzt, wie gesagt, der Controller hat Auto-Aim. Das heißt, ne, deswegen springt Nico mal direkt so hin und her. Wenn ich den Trigger komplett durchlasse, wenn ich, wie ihr oben links schon seht, nur halb drücke, dann kann ich so manuell zielen. Und das machen wir auch und schmeißen ganz gut. Gut, das heißt, ja gut, wir sind mit dem Taxi hingekommen. Müsst ihr eigentlich alle abbiegen? Nico, steig mal ein. Jetzt fahren wir damit wieder zurück. Ja, dem haben wir noch gerade die Nase kaputt. Entschuldigung. Dein Ernst. Die war schon rot. Die anderen hatten grün, die Ampel war schon rot, du fährst. Ach, ist egal. Jetzt bringen wir vielleicht das Geld zurück und dann sind wir mit dieser Mission auch schon. Das wollte ich. Ja, das ist. Ich finde, so ein paar Kratzer machen doch interessant. Ja. Was gibt's Neues zu sagen? Wir können jetzt mal die Fahrt nutzen und ein bisschen so Real Talk machen. Ich habe aktuell mein schriftliches Abitur soweit bestanden, habe also genug Punkte, um generell das Abitur zu bestehen. Hab jetzt also keinen Druck mehr im mündlichen Abi. Ich muss da echt nur hingehen und sagen: Hallo, mein Name ist Holger. Hallo, ich bin der Metroid Gamer. Ja, das ist auch mein Nachname. Und muss im Prinzip nur. Das hat physikalisch überhaupt keinen Sinn gemacht. Und muss im Prinzip nur Arbeitswillen zeigen. Selbst wenn ich nur eine Aufgabe gelöst bekäme und dann einen Punkt bekomme, habe ich bestanden. Ich darf im Mündlichen nur nicht durchfallen, weil das ist sonst blöd. Aber ich habe genug Punkte, um. Geil. Um zu bestehen. Muss also nicht sagen, ich brauche im Mündlichen mindestens 5, sonst schaffe ich es nicht oder so. Das ist bei mir egal. Die Frau da hinten auf dem Plakat. Der Typ im Hintergrund. Jo. Ich nehme das jetzt hier kurz vorm Abi auf. Also, ich habe noch ein paar Tage Zeit und dann ist mündliche Prüfung und dann bin ich fertig. Im besten Fall. Ja, wir könnten Vlad nochmal anrufen. Ich glaube, er ist aktuell der einzige Arbeitgeber, der wirklich. Nee. Nochmal Roman. Roman, how's it going? You know, Cousin, things have been looking up since you got here. If things are looking up now, I hate to think what they were like before I arrived. I hear you're working with little Jacob. He's a good man, Nico. A good man. I can't tell what he's saying most of the time, but I like him. That is your bad English, Nico. Once you've been in America for longer, you will understand him perfectly. Sure I will, Roman. Later on. Okay. Dann doch keine Mission. Wir können uns mal gerade in der Zeit den Baseballschläger holen. Das hat GTA 4 übrigens auch öfters mal, wenn wir einfach Roman anrufen. Also, es ist eigentlich fast nur bei Roman. Wenn wir ihn anrufen, um einfach jetzt so wie jetzt in dem Fall nach einer Arbeit zu fragen, dann kann es einfach mal sein, dass sich die beiden einfach so unterhalten und mal ein bisschen sagen, was sie so erlebt haben und wie es ihnen geht und. Ja. Und da ist die Mission von Vladiboy. Kommt zu mir, es gibt wieder Arbeit. Abenteuer. Und. Zack, jetzt haben wir wieder einen Baseballschläger. Fahren wir jetzt zu Vlad, mal die nächste Mission. Zeit haben wir, ja, ungefähr Hälfte des Parts ist schon rum. Das passt ja noch. Ach so, bevor, das werde ich, wurde ich jetzt auch schon öfters mal gefragt, falls ihr mal wissen wollt, wie ich spiele. Das ist ungefähr meine Audio-Einstellung. Und hier bei der Anzeige habe ich nichts verändert, bis auf, also bei Audio habe ich die GPS-Sprache ausgestellt, weil das total nervt. Und der Rest ist eigentlich nur so Voice-Chat-Mikrofon, ist eigentlich nur für den Multiplayer, deswegen habe ich sie aus. Hier habe ich auch nichts verändert. Und hier sind das meine Einstellungen. Also Full HD und dann alles so hoch, wie es geht. V-Sync aus, also Vertical Sync, einfach damit man mehr FPS hat. Weil das Spiel sonst auf 30 FPS limitiert ist. Die vertikale Synchronisation.
Und so spielen wir jetzt aktuell mit knapp 55. You're going to have your license revoked. What? My friend, smoking in a bar is a crime. Plain and simple. You're joking, right? This is a joke. Yeah, you're playing a joke. Mallory, tell Fedek his cousin is okay. He just walked in. Great girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen. You did good to be the other. But now one more peasant is trying to avoid pain. Who? Moskovsky Jerk, who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done differently. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a bit. Let him know. Might is right. Hey! Stop that smoking back there! Marshal! Easy, buddy. Go on. Do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know. I see anyone, I don't know you. Hallo, Vladkovic. Tja, Nico wollte ja eigentlich nur nach Liberty City und ein neues Leben anfangen und jetzt ist er schon wieder dabei für irgendwen, für die Alten und Verbitterten, wie er sie damals mal genannt hat, die Drecksarbeit zu erledigen. Aber aktuell ist das leider das Einzige, was wir tun können. Denn Nico hat jetzt leider keinen abgeschlossenen, kein abgeschlossenes Studium und irgendeine Doktorarbeit oder so verfasst, sondern nichts. Nicht mal ein Visum. Und dann bleibt uns nicht viel anderes übrig. Habe ich mit Wäsche beworfen. So, jetzt rennen wir hinten raus und klauen uns hier das Auto. Und Nico, ne, machen wir ein bisschen Hühne. So, dadurch springt das Auto schneller an, wie uns ja gerade gesagt wurde. Und jetzt haben wir gleich wieder unsere coole Verfolgerkamera, die extrem cool ist, weil wir die Verfolger sind. Gott sei Dank bekommt man hier ein einigermaßen schnelles Auto. Ups. Ich glaube, wir können es auch, wenn wir es anstellen, ihn wirklich irgendwie so auszubremsen, dass er irgendwo anhalten muss. Dann kriegt man den damit auch. Komm, danke. Ja, jetzt hat er gut Schaden genommen durch den Aufprall. Das dachte Nico auch. Aber wir kriegen das Auto wieder. Und das ist jetzt natürlich schon ein bisschen kaputt, muss man dazu sagen. Ne? Das hat jetzt ein bisschen was abbekommen. Wir sollten es ja auch benutzen, um dem Kerl da so ein bisschen Reaktion zu erteilen. Und wir sehen schon das nächste V. Und der Vladiboy möchte die nächste Mission machen. Und dann tun wir ihm doch dann tun wir ihm doch den Gefallen und machen mal die nächste Mission. Oh, schade. Wäre lustig gewesen, wenn das gut geklappt hätte. Clean Getaway. Oh, das ist bitter. Where are we going? To my car. Why? Because of your cousin owed me a lot of money and until he pays me, you fresh up the box. Your ass is mine. What the fuck you mean why? Hey, you are a pretty relaxed guy, huh, Vlad? Come on! Подвинься, старая ведьма! Come on, Yoko! What's wrong with you? You gonna jump me? No, I had a late night last night. Spent it with Mikhail. Great. Yeah, wild! Yeah, I guess you're right. So
who the hell is Mikhail? Hey, Mikhail's the man. Shit, my nose is bleeding. Is my nose bleeding? No, not yet. Fuck this. Come on. Well, I'm walking here. Let's go. I'm walking. Wobei, man sieht sogar. Oh, die Person trifft man auch noch ein paar Mal wieder, glaube ich. Er hatte sogar grün als Fußgänger. Bulla. Nice detail. Yeah, listen up. Where were we? I don't know. Oh, yeah. So, I need you to head up to Duke's and get a car for me. It's a silver police, and it's parked in the project by EIC subway station. Okay? Sure. You got keys? No. Jokel, I need you to take the car. Asshole owes Mikhail some money. Take his car instead, huh? Are we gonna drive over there? What? How are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in the car with the peasant? Naja, eigentlich sitzt er gerade mit dem. Na, ist egal. Have a little party. Fine. Have fun. Vielleicht baut er einen Unfall, bricht sich das Genick und. Na. Gut, das heißt, wir rennen jetzt in die U-Bahn-Station. Wir legen mal kurz den Baseballschläger ab. Klo, hierin. Ja, da sieht man es auch. Wenn dieser gelbe Punkt nach oben zeigt, also das ist ein Pfeil nach oben, dann ist das Ziel, das wir erreichen müssen, weiter über uns. Ist es so wie jetzt, ist es auf unserer Ebene und mit einem Pfeil nach unten, demnach weiter unter uns. Zug kommt reingefahren. Kleiner Tipp, möglichst nicht auf den Gleisen stehen, wenn der Zug fährt, weil das ist ungesund. Aber ehrlich gesagt wird das ja auch das erste und das einzige Mal sein, dass wir den Zug benutzen. Oh, herrlich. Weil, achso. Ah, ja, nee, ist klar. Weil sich der Zug an sich nicht wirklich lohnt. Man kann zwar genauso die Fahrt überspringen, oder ich glaube, es wird automatisch die Fahrt übersprungen, weiß ich jetzt nicht genau. Ja, man kann sie überspringen, kostet hier nicht mehr. Aber man ist halt eben daran gebunden, dass der Zug nur über die dafür vorgesehenen Schienen fährt und eben keine Umwege und keine Seitenstraßen erreichen kann. Das heißt, von da aus könnte man sich dann immer noch ein Taxi nehmen, um Geld zu sparen. Ja, aber dann kann man sich auch direkt ein Taxi nehmen und einfach überspringen, weil wir werden hier genug Geld bekommen. So ist es nicht. Und wir sehen eine weitere Mechanik, die wir allerdings auch wieder nur ein einziges Mal sehen werden. Ich meine, das ist jetzt hier der Fall. This car belongs to Vlad. No, it's Ma. Who asked? It belongs to Vlad now. You should pay your debts. You that fat Russian bitch? Just try and take. Schade, jetzt sehen wir es nicht. Ah, da hätte ich ausweichen können. Aber wir machen sie mit dem Nahkampf kaputt und dann ist gut. Ja, das sagt dein eigenen Kollegen. Oh, der war schön. Ach komm, den einen noch. Wäre erledigt. Ja, jetzt konnte ich euch leider den Betäubungsschlag nicht zeigen, weil es irgendwie nicht geklappt hat. Tut mir leid. Aber ich habe den auch sonst noch nie benutzt oder hinbekommen, also. So. Sagen wir Vlad, dass wir die Karre haben. I have your new car, Vlad. It's not pretty, though. Real dirty. Dirty? I can't sell a dirty car. I know your cousins like them dirty. Maybe your whole family drives around in a dirty car, but it's not the way over here.
fucking business don't do nothing right. Hey, I could fuck this car up worse than a little dirt. Relax, man. You should lose your aid. There is a car wash over on Saratoga Avenue. Just take it over there and then to my lockup just up Mohawk. If they give the car, jetzt bin ich falsch gefahren. He was reluctant. He's dead now. Stupid bastard. At least I got my money. Oder? Bin ich doch richtig gefahren? Ah, ich bin doch richtig gefahren, verdammt. Na gut. Es klappt leider nicht mit dem Wagen einfach nochmal kurz irgendwie so ein bisschen in seichtes Wasser zu fahren, damit er sauber wird. Man muss den schon recht in die Waschstraße bringen. Ja, kann man jetzt nicht ändern. Kostet jetzt noch ein paar Tacken, ist aber auch, glaube ich, nur 5 Dollar. Nicht so dramatisch. Waschstraßen sind an sich recht unnötig, wie ich finde, denn sie waschen zwar das Auto, das ist ja auch ganz gut, allerdings, klar, selbstverständlich Kratzer kriegt man nicht mit raus und sonst wie, und wenn man ein Auto zu Paint Spray bringt, was nichts kostet, oder nur sehr wenig, ist das Auto zwar in einer anderen Farbe, aber es ist auch direkt gewaschen, weil man ja nicht dreckig lackieren kann. Aber, ja. Es ist ja auch erstmal nur alles Tutorial. Wir kriegen ja erstmal gezeigt, was das Spiel alles Tolles kann, was sich die Entwickler da ausgedacht haben. Und deswegen müssen wir das alles einmal machen, so eine Aktivität, bis wir eingeführt sind und dann wissen, wie alles geht. Und danach ist dann sowieso uns die Freiheit gesetzt, wie wir das machen möchten. Ja, wir überspringen das jetzt mal, das ist recht langweilig. Gott, Auto ist sauber. Autowaschlager immer geöffnet, weil da ja keine Menschen angestellt sind. Jetzt bringen wir dem Vladiboy die Auto von Le Jimmy. Entschuldigung. Wir dürfen den Wagen jetzt auch noch ruhig kaputt fahren an sich. Also der darf jetzt auch noch total verkratzt sein und beulen und dellen und hast du nicht gesehen. Das ist ziemlich egal. Weil man davon ausgeht, dass die Leute am Anfang jetzt eh noch nicht so gut fahren können. Und dann ist es auch nicht schlimm. Ja, Problem ist bei einem Frontantriebler ist halt so driften, wie ich das ganz gerne mal um die Kurven mache, recht schwierig, weil es halt ein Frontantriebler ist, ne? Die sehen das nicht ganz so gerne und lasse ich einfach nicht kontrolliert driften. Denn kaum fange ich an Gas zu geben, zieht der Wagen wieder gerade. So, da sind wir aber auch schon. Hier ist die Garage. Ist auch ziemlich alter Wohnbau hier. Wir parken das Auto noch schön in der Garage. Und dann steigen wir aus. Und dann sind wir doch schon fertig. Gut, Leute. Das war's dann erstmal für diesen Part von Let's Play GTA 4. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und na, Moment. Da, gut. Dann bis zum nächsten Mal bei der nächsten Mission von Vlad. Bis dahin und ciao, ciao.